Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über die Fußstellung bei der Vorhand sprechen. Es gibt vom Prinzip her drei verschiedene Fußstellungen. Das ist einmal die geschlossene Fußstellung, die halboffene Fußstellung und die offene Fußstellung. Viele Leute fragen mich immer, Sven, wie muss ich meine Füße hinstellen bei der Vorhand? Was muss ich tun, damit ich eine bestmögliche Kontrolle habe? Da kann ich leider immer nur sagen, das ist abhängig von der Situation. Je nachdem, wo ich im Feld arbeite, was mein Ziel ist, dementsprechend muss ich meine Füße bewegen. Deswegen ist es immer wichtig, breit ausgebildet zu sein. Das heißt für euch, lernt die Vorhand in verschiedenen Fußstellungen zu spielen. Von der Grundlinie aus ist die Energieübertragung aus der Ecke raus besser, wenn ich zum Beispiel eine offene Fußstellung habe. Wenn ich ins Feld reinarbeite, ist die Fußstellung besser, wenn sie geschlossen ist, weil ich nämlich dann den Transfer nach vorne besser hinbekomme. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rückhand umlaufe und eine Vorhand spiele, neigt man immer zu einer halboffenen Fußstellung. Dementsprechend sind alle Fußstellungen wichtig und ihr müsst gucken, dass ihr daraus das Beste macht. Also beim Training darauf achten, dass ihr möglichst jede Fußstellung trainiert, in jeder Situation und das Beste für euch rauszieht. Bei Anfängern würde ich immer sagen, nehmt die Fußstellung, bei der ihr euch am wohlsten fühlt. So, kommen wir zuerst zur offenen Fußstellung. Die offene Fußstellung macht meist hinter der Grundlinie Sinn, wenn ich Schläge über eine längere Distanz rausbringen möchte. Vor allem in der Ecke, wenn der Gegner mich raus aus dem Feld treibt, macht eine offene Fußstellung hier am meisten Sinn, weil ich sofort mit meinem Schlag danach die bestmögliche Platzabdeckung wiederfinden kann. Dadurch, dass ich den Schlag von hier aus meist taktisch gesehen cross rausspiele, habe ich von hier aus eine optimale Energieübertragung, indem ich sofort meinen Körper in Schlagrichtung mitziehe, die Energie auf den Ball bekomme und danach bestmöglich den Platz abdecke. Die zweite Situation ist die halboffene Fußstellung. Wie gerade schon angesprochen, findet man diese meistens, wenn ich zum Beispiel eine Rückhand umlaufe und eine Vorhand spielen möchte, um den Gegner mehr unter Druck zu setzen. Das heißt, ich arbeite von hier aus raus, positioniere mich in einer halboffenen Fußstellung, belaste den hinteren Fuß und versuche dann, meine Energieübertragung nach vorne zu kommen. Das Ziel dabei ist nicht, danach ans Netz vorzurücken in der Situation, sondern die Balance hinten an der Grundlinie zu halten und den Gegner mit Powerschlägen zu versorgen. Die dritte Situation ist die geschlossene Fußstellung. Immer dann, wenn ich eine Energieübertragung ins Feld haben möchte oder ins Feld rein muss, um zum Beispiel einen Angriffsschlag zu spielen, macht eine geschlossene Fußstellung Sinn. Das heißt, wenn zum Beispiel der Gegner einen etwas kürzeren Ball spielt, laufe ich von hier aus mit der geschlossenen Stellung hin und versuche dementsprechend sofort meinen Laufweg mitzunutzen und die Energieübertragung und den Angriff ans Netz zu starten. Das sind die drei Situationen. Offene Stellung, eher an der Grundlinie von außen, halboffene Stellung, wenn ich zum Beispiel einen Rückhand umlaufe und Tempo nach vorne machen will, aber nicht, nicht zum Netz angreifen möchte, und die geschlossene Stellung, wenn der Übergang und Transfer zum Netz stattfindet. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Tipps in diesem Video helfen und du weißt beim nächsten Mal besser Bescheid, in welcher Situation welche Fußstellung sinnvoll ist, um eine bestmögliche Energieübertragung auf den Ball zu haben und damit deinen Gegner noch besser unter Druck setzen zu können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Sven.